Kennst du das auch? Dein hochsensibles Kind ist im Kindergarten oder in der Schule friedlich, lieb und gilt vielleicht sogar als vorbildlich. Aber zu Hause habt ihr ständig Wutanfälle und emotionale Ausbrüche und du machst dir vielleicht schon Gedanken, ob das vielleicht an dir liegen mag. Wenn du wissen möchtest, woher das kommt und wie du helfen kannst, solltest du unbedingt dranbleiben. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Ja, es geht heute um Wutanfälle nach dem Kindergarten oder nach der Schule. Das ist ein ganz typisches Phänomen bei hochsensiblen Kindern. Also keine Angst, es geht nicht nur dir so. Es gibt viele andere, die genauso empfinden. Und ja, es ist nicht wirklich einfach, weil man sich dann vielleicht wirklich Gedanken macht, ob es an einem selber liegt, weil Kindergarten und Schule vielleicht rückmeldet. Ja, alles läuft super. Also sehr angepasst und ja, und dann denkt man, oh Gott, was mache ich falsch? Dann mag ich dich beruhigen, nein, du machst nichts falsch. Ich möchte einfach nur helfen zu verstehen, woher das kommt, woran das liegt und möchte dir so ein paar Hilfestellungen an die Hand geben. Und zwar musst du einfach mal verstehen, dass das Kind ja im Kindergarten oder auch in der Schule ganz, ganz vielen Reizen ausgesetzt ist, ne? Und ja, da kann es irgendwann zu einer Reizüberflutung kommen und irgendwann muss das raus, irgendwann bricht es aus. Und jetzt ist es bei hochsensiblen Kindern einfach so, dass die sich oft sehr gut anpassen können und sich sehr gut zusammennehmen können und das gewünschte Verhalten auch zeigen, wenn es verlangt ist. Und das können sie dann oft tun im Kindergarten, in der Schule. Aber natürlich kostet das auch ganz viel Energie, kann man sich vielleicht vorstellen. Und dann ist es eben so, dass wenn das Kind nach Hause kommt, in der gewohnten Umgebung ist, in einer liebevollen, verständnisvollen Umgebung, wo es sich aufgehoben, geborgen fühlt, dann kann es endlich so sein, wie es ist. Und dann kann es einfach sein, dass die Emotionen ausbrechen. Und ja, letztendlich ist das nichts Schlimmes. Letztendlich ist es sogar ein Vertrauensbeweis. Ich weiß, das macht es jetzt vielleicht nicht unbedingt einfacher, damit umzugehen, aber einfach, dass du das vielleicht mal verstehst. Und dann kannst du es vielleicht eher annehmen. Ja, es liebt dich und es zeigt sich bei dir so, wie es ist. Und das ist eigentlich was Schönes. Aber natürlich macht es die Situation nicht leichter. Deswegen möchte ich dir jetzt einfach auch ein paar Hilfestellungen an die Hand geben, wie du damit besser umgehen kannst. Ja, wie gesagt, es geht um die Reizüberflutung vor allen Dingen, dass das Kind dann hat nach so einem langen Tag im Kindergarten oder Schule. Und diese Reize müssen auch irgendwann verarbeitet werden. Ja? Das heißt, du solltest zu Hause für einen Ausgleich sorgen. Ja? Das kann ganz unterschiedlich aussehen, je nach Kind, je nach Typ, es ist gerade was ganz Individuelles. Das kann sein, dass das Kind wirklich eine Ruhepause braucht, dass es schlafen muss, dass es sich mal hinlegen muss, Ruhe braucht, vielleicht ein Hörspiel hören, kuscheln. Vielleicht mag es aber auch gar keinen Körperkontakt, vielleicht mag es wirklich ganz viel Ruhe haben, nur für sich sein. Vielleicht mag es rausgehen in die Natur, das erdet auch immer ganz toll. Oder es braucht Bewegung. Manche Kinder verarbeiten die Reize auch durch Bewegung. Das ist auch ganz typisch. Also dann schickst du einen Hund aufs Trampolin oder geht Fahrradfahren oder irgendwie sowas. Ne? Wichtig dabei ist einfach, dass du weißt, dass du nicht noch mehr Reize anbieten solltest. Das heißt, nach dem Kindergarten oder nach der Schule nicht direkt einkaufen gehen oder zu einem anderen Termin hetzen oder, ne? Sondern dass du dann wirklich weißt, ich gebe meinem Kind jetzt den Raum, diese Reize zu verarbeiten. Da könnt ihr euch einfach mal ein bisschen ausprobieren, schauen, was passt denn für euch. Vielleicht kannst du auch mit deinem Kind reden. Die wissen oft ganz genau, was sie brauchen. Und vielleicht könnt ihr da gemeinsam mal schauen, was tut denn gut und was tut vielleicht auch dir gut. So eine kleine Auszeit ist vielleicht auch für dich ganz geschickt. Und dann ist aber auch ganz wichtig, dass du das nicht persönlich nimmst. Es gibt viele Eltern, die das dann persönlich nehmen und denken, oh Gott, ich habe was falsch gemacht oder bin ich jetzt eine schlechte Mutter oder warum ist das Kind jetzt so gemein zu mir, ja? Es ist nichts Persönliches, wie ich schon gesagt habe. Letztendlich ist es sogar eigentlich was Schönes. Es vertraut dir, ja? Also geh da nicht in Widerstand, sondern lass es dann auch zu.
Ja, dazu muss man auch so ein bisschen den Hintergrund von Wut verstehen. Wut ist oft nicht so gewünscht, oft ist ja auch eine negative Emotion oder wird negativ gesehen, aber sie ist auch wichtig. Ja? Also damit kann das Kind sich auch regulieren. Ja? Also es ist bei uns auch damals so, wenn ein Kleiner einen Wutanfall hat, dann ist es sehr stark und sehr krass. Aber hinterher ist es dann, als wäre nichts gewesen und er fühlt sich wieder gut. Ja, also damit können Kinder sich auch regulieren und eben auch verarbeiten. Aber es ist natürlich schwierig und oft fühlen sich die Kinder hinterher dann auch schlecht, weil sie ein schlechtes Gewissen haben, dass es jetzt vielleicht nicht sein darf oder so. Also da das dann, wenn es soweit kommt, einfach zulassen, das Kind begleiten. Weil wenn so ein Wutanfall ist, das heißt Anfall, dann ist das Kind auch nicht mehr kognitiv erreichbar. Ja, du kannst nicht auf es einreden und sagen, komm, jetzt wird schon alles wieder gut oder bestrafen oder Konsequenzen androhen. Das funktioniert alles nicht. Das kommt beim Kind nicht an. Es ist da, das Nervensystem ist so bereizt, dass einfach nichts mehr geht. Und dann kannst du es nur noch begleiten, bis das Wutgewitter vorbei ist. Deswegen ist es gut, wenn du vorher ansetzen kannst. Ja, also dass du dem Kind, wie gesagt, Raum bietest, diese Reize zu verarbeiten, bevor der Ausbruch kommt. Dass du ihm eine andere Möglichkeit quasi auch anbietest, wie es diese Emotionen verarbeiten kann. Und da hatte ich ja gerade schon ein paar Beispiele genannt. Also, wie gesagt, es ist wichtig, dass du da eingreifst, bevor das soweit kommt. Wenn es soweit gekommen ist, dass der Wutanfall da ist, dass das Gewitter losgeht, dass der Vulkan ausbricht, dann sei da, begleit es, nimm es an in seine Wut und bestraf nicht noch dafür. Ja? Und dann ist es auch nochmal wichtig zu verstehen, hier, was ist es denn, was mein Kind so überfordert? Dass sie da vielleicht nochmal ein bisschen auf die Suche geht, weil das kann ja auch ganz unterschiedlich sein, je nachdem, in welchem Bereich dein Kind auch hochsensibel ist. Sind es die Geräusche, sind es die sozialen Komponenten, ist da viel Ungerechtigkeit, mit dem es vielleicht nicht klarkommt, sind es Gerüche, ganz unterschiedlich, ja. Und da einfach mal zu schauen und auch mal mit deinem Kind zu reden oder auch in Kontakt mit den Erziehern oder den Lehrern zu gehen. Was genau ist es denn? Vielleicht ist denen auch schon was aufgefallen, vielleicht kann dein Kind was dazu sagen, vielleicht kannst du auch zu Hause mal schauen, was dein Kind da stresst. Oft merkt man das ja ganz schnell, ist es irgendwie, wenn das laut ist oder wenn irgendwas auf der Haut nicht gut tut oder so, dass man da vielleicht schon mal schaut, welche Bereiche sind betroffen. Und dann kann man da nämlich auch schauen, wie kann ich da vielleicht meinem Kind helfen, dass es gar nicht so in diese Reizüberflutung kommt, dass es schon im Kindergarten, in der Schule vielleicht die Möglichkeit hat, damit gut zurechtzukommen. Das heißt, dass es vielleicht mehr Möglichkeiten zum Rückzug kriegt, dass es vielleicht Kopfhörer tragen kann, dass vielleicht über das soziale Geschehen mehr geredet wird, ne? Dass es vielleicht mehr Vertrauen zu den Erzieherinnen hat oder so, dass es da, wenn Ungerechtigkeiten passieren, dass es da mehr aus sich rausgeht und vielleicht mit den Erzieherinnen spricht, die dem Kind das vielleicht besser erklären können. Also da vielleicht versuchen, gemeinsam mit den Erzieherinnen und den Lehrern zu schauen, ob es nicht schon vor Ort eine Möglichkeit gibt, dass das Kind diese Reize verarbeiten kann, damit es nicht erst hinterher dazu kommt, alle angestauten, angesammelten Reize irgendwie zu verarbeiten. Ja, das ist so der grobe Fahrplan. Wirklich schauen, woher kommt es genau? Wie kann ich vielleicht schon im Vorfeld vor Ort dir helfen, die Reize zu verarbeiten? Dann Raum schaffen, um eben diese Reize zu verarbeiten. Und wenn das alles irgendwie nicht funktioniert und eben doch zu einem Wutausbruch, zu einem emotionalen Ausbruch kommt, das kann ja auch, muss nicht unbedingt nur Wut sein, das kann auch Weinen sein oder ein totaler Rückzug oder so. Das ist alles in alles Anzeichen von Überforderung, dass man da eben das Kind gut begleitet und unterstützt, das auch zulässt, nicht persönlich nimmt und ja, das ist so ein bisschen der Fahrplan. Das sind so die Hilfestellungen, die ich geben kann. Und wenn ihr das mal ausprobiert, sollte das auch schon echt helfen. Und ja, dann sollten die Wutanfälle, die emotionalen Ausbrüche weniger werden. Und dann könnt ihr da vielleicht auch entspannter sein und entspannter euren Alltag genießen.
Ja, ich hoffe, dass ich dir hier schon ein paar Informationen geben konnte. Wenn du noch mehr wissen möchtest, in meinen Büchern findest du da noch mehr Hilfestellungen, noch mehr Anregungen auch für Strategien für euren Alltag, für Kindergarten, für Schule. Und ja, ansonsten lade ich dich auch ganz herzlich in meine Facebook-Gruppe ein. Da kannst du dich mit anderen Eltern auch austauschen. Könnt ihr euch gegenseitig unterstützen. Da bin ich auch zur Stelle mit Rat und Tat. Könnt ihr mich auch ansprechen. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Da bekommst du immer wieder hilfreiche Inputs. Und du kannst natürlich auch gerne kommentieren, falls du Fragen oder Anregungen zu dem Thema hast. Bis dahin wünsche ich dir und deiner Familie alles Gute. Ich schicke dir viele löwenstarke Grüße. Mach's gut und bis bald. Ciao.